Im Folgenden werde ich das klassische Studium der Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin vorstellen. Aus mehreren Gründen bietet sich die HU Berlin als Referenz zum Beleg meiner Grundannahmen an. Zunächst ist ihr Namensgeber und Gründervater derjenige, auf den das Humboldtsche Bildungsideal zurückgeht, das in Teil A kritisch gewürdigt wurde. Des Weiteren wurde das Curriculum des Jurastudiums offenbar von einigen Vorgaben aus den Bologna-Reformen inspiriert, denn es ist modularisiert und der Zeitaufwand wird in Studienpunkten angegeben, die wie die Credit Points aus dem ECTS-System einem Zeitaufwand von 30 Stunden Präsenz und Selbststudium pro Semester pro Punkt symbolisieren. Dadurch wird es sehr transparent und quantitativ vergleichbar, beispielsweise mit dem Curriculum des Studiengangs LLB JUS an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Darüber hinaus wurde an der HU Berlin die Humboldt European Law School eingerichtet, an der ein neuer juristischer Studiengang eingeführt wurde, der europäische Jurist. Sein Studienverlaufsplan belegt am deutlichsten meine Grundannahmen aus 1. Schließlich werde ich einige unterschiedliche Konzepte zum Bachelor of Laws an verschiedenen Universitäten präsentieren. Im ersten und zweiten Semester werden 4 Module bearbeitet, für die insgesamt ein Arbeitsaufwand von 61 Studienpunkten veranschlagt wird. Diese Module führen in die rechtsdogmatischen Kernfächer Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht ein und in die rechtswissenschaftlichen Grundlagenwissenschaften, also Rechtsgeschichte, Soziologie und Philosophie. Nach diesen ersten 2 Semestern ist das Grundstudium abgeschlossen. Gemäß Paragraph 9 der Prüfungsordnung des Studiengangs setzt sich die Zwischenprüfung am Ende des zweiten Semesters aus den Modulabschlussprüfungen der ersten 3 Module zusammen. Nach bestandener Zwischenprüfung folgen 2 Semester Hauptstudium. Im dritten und vierten Semester werden die Inhalte der rechtsdogmatischen Kernfächer vervollständigt. Der Arbeitsaufwand entspricht dem Grundstudium. Auch sie werden mit Prüfung abgeschlossen. Die Zulassungsvoraussetzung zum folgenden Schwerpunktstudium ist aber die bestandene Zwischenprüfung. Das Schwerpunktstudium zieht sich über das fünfte und sechste Semester. Dazu stehen 8 Module zur Bearbeitung, von denen nur eines gewählt werden darf. Der Arbeitsaufwand für das Schwerpunktstudium wird mit 32 Studienpunkten veranschlagt. Studienbegleitend müssen bis zum Examen 3 Module absolviert werden, die berufsfeldbezogene Zusatzqualifikationen vermitteln. Davon beinhaltet BZQ1 das Modul rechtswissenschaftliche Fallbearbeitung. Die Zulassungsvoraussetzung ist eine erfolgreiche Hausarbeit in jedem der 3 Einführungsmodule in die Rechtsdogmatik aus den ersten beiden Semestern. Für die BZQ1 bis 3 werden insgesamt 30 Studienpunkte veranschlagt. Die bestandene Zwischenprüfung und das bestandene Modul rechtswissenschaftliche Fallbearbeitung oder der Nachweis über den Abschluss eines vergleichbaren Moduls sind dann später gemäß Paragraph 10 Absatz 2 der Prüfungsordnung die Zulassungsvoraussetzung für die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung, mit der das Schwerpunktstudium idealerweise nach dem sechsten Semester abgeschlossen wird. Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung findet also vor der staatlichen Pflichtfachprüfung statt. Die akademische Qualifikation wird so der praktischen Qualifikation vorangestellt. So verstanden mag man durch diese Verlaufsplanung tatsächlich noch nicht für die Praxis qualifiziert sein. Das liegt aber nicht in der Natur der Sache begründet, sondern in der Konzeption des Studiengangs. Die Studienverlaufsplanung dieses Studiums ist schon recht strikt. Sie vermittelt von außen betrachtet wenig des Humboldtschen Bildungsideals. Da es aber so konzipiert ist, dass die Studierenden zunächst auf den wissenschaftlichen Teil des ersten Staatsexamens vorbereitet werden und nur das Zwischenprüfungsergebnis nach dem zweiten Semester und das bestandene Modul rechtswissenschaftliche Fallbearbeitung Zulassungsvoraussetzung für den universitären Prüfungsteil sind, nehme ich an, dass nach dem Verständnis der Universität
diesem erhabenen Ideal entsprochen wird, da man annehmen könnte, dass durch diese Zulassungsvoraussetzungen zwischen der Zwischenprüfung und der Schwerpunktbereichsprüfung ein großer Bereich der freien Entfaltung der Studierenden ist. Weiter nehme ich an, dass das Lernverhalten vieler Studierender der Beschreibung im Teil A zum Humboldtschen Bildungsideal recht nahe kommt. Im 7. und 8. Semester müssen daher die Studierenden ihr Lernverhalten plötzlich komplett umstellen, da nun im Vertiefungsstadium die Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung folgt, die die Qualität des künftigen Rechtsarbeiters und nicht des Wissenschaftlers unter Beweis stellen soll. In dieser Zeit bietet die Universität Repetitorien in den drei Rechtsgebieten an und ein Probeexamen wird durchgeführt. Schon der Name Repetitorium zeigt, dass es sich hierbei nicht um eine wirkliche Vertiefung, sondern schlicht um eine Wiederholung der ersten vier Semester handelt, weshalb ich farblich hier das Vertiefungsstudium dem Grund- und Hauptstudium zugeordnet habe. Im 9. Semester soll nach dieser Zeitplanung bereits das erste Staatsexamen folgen, in dem der Stoff des 1., 2., 3., 4., 7. und 8. Semesters durch eine Fülle von dicht aufeinanderfolgenden Klausuren abgeprüft wird, deren Stoffumfang standardisiert ist. Betrachtet man nun wieder die Aufteilung von 70-30, staatliche Pflichtfachprüfung zu universitärem Schwerpunktteil, so sieht man, dass die ersten vier Semester etwas über 46% des Studiums ausmachen, das fünfte und das sechste Semester 30% und das siebte und achte Semester die restlichen 23% der 70% darstellen. Zwar sind 32 Studienpunkte zu 166 selbstverständlich keine 30%. Man hat hier, vermute ich, den Zeitaufwand im Schwerpunktstudium etwas falsch bewertet in der Studienplanung. Aber zwei Semester zu 8 sind immerhin 25%, so dass man von einem Zeitaufwand von zwischen 80 zu 20 oder 75 zu 25 ausgehen kann und auch zeitlich eine Verteilung von 70 zu 30 in etwa wiedergespiegelt sieht. Sicherlich kommt hier auch noch eine qualitative Bewertung hinzu, so dass man doch die 70 zu 30 hier wiedergespiegelt sieht. Da ich hier das Grund-, Haupt- und Vertiefungsstudium als Grundlage der staatlichen Pflichtfachprüfung betrachte, halte ich es für statthaft, diese 70% als Grundausbildung zu bezeichnen und sehe, dass sie tatsächlich auch in der Studienordnung der HU Berlin mit 6 Semestern veranschlagt ist. Prüm geht in seinem Aufsatz Juristische Akademische Grundausbildung auch an Fachhochschulen aus dem Jahre 2010 von einer Durchfallquote um 30% aus. Diese Schätzung wird auch bestätigt in der aktuellen Übersicht über die Ergebnisse der juristischen Prüfung für die Jahre 2005 bis 2009, abgedruckt in der JUS 5 2011. Weiter zitiert er den Wissenschaftsrat, der davon ausgehe, dass im 9. Semester 89% der Jurastudierenden ein kommerzielles Repetitorium besuchen. Er zitiert auch Nagel, die angibt, das eigentliche Lernen und das Wissen für die Prüfung werde im außeruniversitären Repetitorium vermittelt. Da mir in verschiedenen Gesprächen mit Kommilitonen, die ihr universitäres Jurastudium abgebrochen haben bzw. abbrechen mussten, mit Jurastudentinnen, die die Meinung vertreten, dass ohne externes Repetitorium das Staatsexamen nicht zu bestehen sei, sowie durch die Lektüre verschiedener Autoren zur juristischen Ausbildung und Zeitungsbeiträgen, in denen Regierungsvertreterinnen zitiert wurden, ein ähnliches Bild vermittelt wurde, empfinde ich es zumindest als naheliegend, die Qualität der universitären juristischen Ausbildung zumindest in Frage zu stellen. Wenn ich einen breiten Konsens des mangelnden Vertrauens in die universitätsinterne Ausbildung bemerke, spricht das meines Erachtens dafür, die nachhaltige Aberkennung juristischer Qualifikation von Juristinnen ohne Staatsexamen gegenüber dem anhaltenden Lob der durch den klassischen Weg erworbenen Qualifikation zurückhaltend zu betrachten.